Es gab nur eine Situation, wo du dich so ein bisschen ins Ausgeschossen hast. Diese Pets-Aktion, wo du gesagt hast, oh, da wird ein bisschen gekuschelt. Ja. Max direkt hier den. Ja. Ich habe schon so ein bisschen zwischen Max und Bong gemerkt, dass da ein bisschen mehr ist schon im Haus. Die haben sich immer Blicke zugeworfen. Die waren immer die beiden waren unterwegs im Haus. Die waren, haben auch abends so ein bisschen kuschelt, sage ich mal. Und mein Bauchgefühl hat mich, glaube ich, nicht getäuscht bei den beiden. Ich habe das schon so ein bisschen geahnt, dass da vielleicht ein bisschen mehr läuft oder nicht läuft im Nachhinein. Ja, Max, was läuft denn da? Ja, also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als Manfred auch dieses Kuscheln quasi gepetzt hat, war es halt wirklich so, dass Bonn und ich auch wirklich enge Freunde waren, einfach als Vertrauensperson, weil wir gemerkt haben, da stimmt irgendwie die Chemie sehr gut. Und ich habe mir nie die Gedanken gemacht, dass im Haus mit irgendjemandem was laufen konnte, weil ich quasi in meinem Kopf die alle in der Friendzone hatte. Aber als wir dann aus der Show raus waren, haben wir uns ja alle wirklich oft immer wieder getroffen. Und ja, gerade bei Bonn und mir haben wir dann eben gemerkt, dass da dann vielleicht mehr ist als nur Freundschaft. Und dann haben wir gesagt, wir geben dem mal eine Chance und schauen, wo es hinführt. Und jetzt sind wir seit 3,5 Monaten zusammen. Oh Gott! Yay! Yeah. Herzlichen Glückwunsch! Wie fühlt sich das an für dich, sowas zu hören? Freust du dich oder denkst du dir so, wie komisch? Was ist da für ein Gefühl in dir? Unterbewusst hatte ich das immer im Kopf. Es kann halt auch passieren, dass da irgendwie was geht. Aber wenn es da untereinander knistert und vielleicht im Nachgang das Ganze erst entsteht, so what? Liebt euch. Also vollkommen in Ordnung. Es ist egal, ob ich nun letzten Endes mit einem Partner da rausgehe oder da Partner zusammen rausgehen. In der Show geht es um Liebe und dann ist es nicht nur auf eine Person gemünzt oder auf zwei. Ja. Gibt es noch mehr Pärchen, von denen ich noch nicht weiß? Aber vielleicht Wie alle immer aneinander rumkrabbeln, ne? Das ist einfach schön. Ja, in der Villa war keiner bereit und jetzt sind alle so. Alle so ein bisschen beieinander, ist doch auch Ich habe mich so gefreut im Nachhinein für Max und Bob, dass sie zusammen sind. Ich habe mich so gefreut darüber.